Die drei häufigsten Fehler bei der Prozesserstellung und wie Sie sie vermeiden, erkläre ich jetzt in diesem Video. Bei unserem Check-up sehen wir auch häufig Kundenversionen, in denen schon Prozesse erstellt sind. Und dann gucken wir uns natürlich auch an, wie sind die Prozesse aufgesetzt, und drei häufige Fehler erleben wir immer wieder. Kommen wir zu Fehler Nummer 1. Fehler Nummer 1 ist Perfektionismus. Das heißt, es wird versucht, einen Prozess aufzusetzen oder eine Prozesskette aufzusetzen, die alle möglichen Eventualitäten berücksichtigt. Das heißt, ein Prozess soll 1000-mal im Jahr laufen und man versucht, jede einzelne Eventualität zu berücksichtigen. Das heißt, auch die eine Eventualität, die vielleicht einmal in 1000 Fällen auftaucht. Dafür ist es manchmal dann erforderlich, dass irgendwelche besonderen Werte in den anderen 999 Fällen dann auch gepflegt werden müssen oder Entscheidungen getroffen werden oder. Auf jeden Fall wird dadurch der Prozess häufig von der Usability unschlank. Er wird verkompliziert, unnötig, weil diesen einen Ausnahmefall, den es mal gibt, den kriegt man meistens auch anderweitig gelöst. Und das ist wirklich etwas, was dann dafür sorgt, dass oft mit dem Prozess dann gar nicht so gearbeitet wird, wie es sein könnte, weil der Overhead einfach zu groß ist an dieser Stelle. Und das ist natürlich schade, wenn man viel Energie reinsteckt in die Prozesserstellung und dann scheitert es an solchen Sachen. Punkt 2 geht ein bisschen mit der Perfektionismus einher, und zwar, wenn man gleichzeitig zu große Prozesse hat. Also hier der Tipp, bitte mit kleinen Abläufen starten. Also gerade wenn man anfängt mit der Prozesserstellung, macht das total viel Sinn, dass man sagt, okay, ich pick mir einzelne Elemente raus und gestalte dafür einen Prozess oder einen Automatismus und man nicht sofort das große Ganze sieht. Mal als Beispiel, wenn wir den Bereich Objektaufbereitung sehen, dann ist das natürlich vom Makler-Alleinauftrag, der vorliegt, bis alle Unterlagen müssen eingeholt werden, Fototermin muss koordiniert werden, Texte müssen geschrieben werden, ein 360-Grad-Rundgang erstellt werden, Grundrisse aufbereitet und. Wir haben dann so viele Einzelprozesse und das große Ganze ist schon sehr viel. Und wenn man mit so einem Prozess startet, ist das schon sehr umfangreich. Und da besteht ebenfalls die Gefahr, dass man sich dann da verzettelt und das nicht ineinander übereinander kriegt. Und dementsprechend bietet es sich an, mit kleinen Problemstellungen anzufangen, zum Beispiel nur mit der Unterlagenbeschaffung, die Prozessabschnitte dann auszuprobieren und dementsprechend dann darauf aufzusetzen. Und hinterher verbindet man die kleinen Subprozesse dann miteinander zusammen. Last but not least ist der Punkt, Mitarbeiter werden zu oft ignoriert. Aber Mitarbeiter sollte man zu Beteiligten machen, weil die müssen am Ende des Tages mit den Prozessen arbeiten. Es bringt zum Beispiel nichts, wenn wir nochmal die Unterlagenbeschaffung nehmen, zum Beispiel, dass für alle Unterlagen, die benötigt werden, zum Beispiel haben wir Protokolle Eigentümerversammlung, Teilungserklärung, wir haben Wartungsverträge, Versicherung, dann die Nebenkostenabrechnung und so weiter. Wenn wir für alles separate Aufgaben und To-Dos machen, dann ist das sehr oft sehr viel Klickarbeit. Die Mitarbeiter, die arbeiten viel schneller, als der Prozess letztendlich hinterherkommt, und dann wird das schnell als lästige Klickarbeit angesehen, und wenn das ein paar Mal passiert, dann wird der Prozess stiefmütterlich behandelt und irgendwann gar nicht mehr behandelt, bearbeitet. Und das ist natürlich dann wieder schade. Das heißt, man hat dann einen Prozess erstellt mit viel Aufwand, der dann letztendlich liegen bleibt. Man sollte erfragen, hey, an welcher Stelle brauchen wir wirklich Prozessunterstützung? Wo muss was automatisiert passieren? Wo muss es vielleicht gar kein Prozess sein, sondern in der Software einfach eine Stelle, wo man den Stand der Dinge verwalten kann oder hinterlegen kann? Zum Beispiel hier in dem Fall wäre eine Unterlagencheckliste zum Beispiel auch hilfreich. Und wo ist wirklich eine krasse Erinnerung, zum Beispiel in Form von Aufgabe oder E-Mail an den Mitarbeiter notwendig, damit nichts vergessen wird? Die Kombination von diesen drei Punkten macht es dann natürlich auch manchmal. Wenn ich einen Prozess habe, der so lang ist, damit so wahnsinnig viel Klickarbeit zu versehen ist, also die Leute müssen immer klicken, damit sie irgendwie weiterkommen in der Prozesskette, und dann hat man noch versucht, jede Eventualität zu berücksichtigen, sodass quasi derjenige vom Rechner schon fast nicht mehr mitdenken muss, / soll, dann hat man einen Prozess entwickelt, der ja meistens nach einer gewissen Zeit dann in der Ecke liegt und nicht genutzt wird.
haben wir sehr häufig in den Checkups gesehen, dass Zeit und Geld investiert wurde und man gesagt hat, so ja, den haben wir mal 5-mal getestet, aber waren wir nicht happy damit und dann liegt er dann da. Das ist natürlich wirklich sehr, sehr schade. Weitere Fehler bei der Prozesserstellung gibt es in meinem Buch, das automatisierte Maklerbüro. Ich habe es unten nochmal mit verlinkt und dort findet ihr weitere Tipps und Tricks und natürlich auch Beispiele für die Umsetzung.